Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich bin's wieder, Cloud, und natürlich habe ich meinen Freund mitgebracht, Phil. Ja, genau, ich ermittle mit. Ja, und wir nehmen das heute alles an einem Tag auf. Und wir haben uns umgeschaut im Polizeirevier. Überall, wir sind nochmal alles durchgegangen. Und dann haben wir mal auf den Boden geachtet. Und beim Hospital wurde es dann interessant. Oh. Hier sehen wir nochmal die andere Perspektive, die ich nicht bevorzugen kann. Ja, die ist nervig. Und, aber auf dieser Perspektive sehen wir eindeutig Fußabdrücke. Kann man natürlich auch, wenn man nach unten schaut, feststellen, aber wir sind ja die ganze Zeit durch den Raum so hier gelaufen. Und da sieht man natürlich nicht die Fußabdrücke. Diese Fußabdrücke gleichen dem Abdruck auf dem Teppich im Bordell. Ja. Was hat er da zu sagen, dieser Mann? Ist er etwa der gesuchte Täter? Kann aber sein. So groß sind seine Füße jetzt auch nicht. Naja. Was kann ich für Sie tun, werter Kollege? Fußabdrücke. Verzeihen Sie, Doktor, aber von wem stammen die großen schwarzen Fußabdrücke in der Nähe der Betten? Vom Bruder eines Patienten. Dem armen Kerl musste ein Bein amputiert werden, nachdem er mit einer Kutsche zusammengestoßen war. Aber wir konnten ihm eine Prothese beschaffen. Prothesen sind ziemlich teuer. Wie konnte sich das dieser Mann leisten? Er hat mir erzählt, dass er von einem seiner Onkel einen Gehstock mit silbernem Griff geschenkt bekommen hat. Ich habe diesen Griff gegen eine einfache Prothese mit Ledergurt getauscht. Allerdings ist dieser Griff von großem Wert und ich könnte mit dem Geld ein halbes Dutzend Prothesen kaufen, falls ich ihn auf der Petticoat Lane an den Mann bringen kann. Also ein wenig zu viel Geld rausgeschmissen. Man hätte den Stock vielleicht doch erstmal verkaufen sollen, aber so schlau war dieser Mann dann wohl nicht. Ja, und wo ist er jetzt? Doktor, ich habe Grund zur Annahme, dass der silberne Griff von einem Gehstock stammt, der von dem Mann gestohlen wurde, der ihn zu Ihnen gebracht hat. Und ich glaube, dass ich weiß, wem er rechtmäßig gehört. Das hatte ich befürchtet. Die Geschichte mit dem Onkel kam mir etwas merkwürdig vor. Nichtsdestotrotz müssen Sie für Ihre Behauptung einen Beweis erbringen. Ich zeige Ihnen alle Griffe, die wir hier haben. Wenn Sie den Griff identifizieren können, den der junge Mann mir gegeben hat, glaube ich Ihnen. Okay, dann bauen wir ihn doch nach. Doktor, ich habe Grund zur Annahme. Das hatte ich. Oh, ich habe mich verklickt, Entschuldigung. Einverstanden. Eine Sache bereitet mir jedoch noch Kopfzerbrechen. Ich brauche den ganzen Gehstock und nicht nur den Griff. Keine Sorge, werter Kollege, bauen Sie ihn doch einfach nach. Ich kann Ihnen Werkzeug zur Verfügung stellen. Nehmen Sie sich aus dem Schrank, was Sie brauchen. Dann werde ich den Ramsch endlich los. Einen Versuch ist es wert. Ich muss mir die Beschreibung wieder ins Gedächtnis rufen, die Sickert von dem Gehstock abgegeben hat. Ja, und dafür haben wir... Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Unsere Dialoge. Also, wenn wir ins Inventar schauen... gibt's Dialoge. Stimmt. Lucy, Polizeistation, wie hieß er? Sickert, Finlay, Mary, Sickert. Guten Abend, tralalala. Ah, 90 cm lang. Aus Ebenholz, Ebenholz ist schwarz. Der runde Griff ist graviert. Und aus Silber. Ring in der Mitte, gleiche Weise. Also wahrscheinlich auch Silber und so. Nein, auf gleiche Weise verarbeitet wurde, so wie auch die Spitze. Also eher graviert. Ja. Gut, wo war das im Wandschrank? Der ist... ist hier der Wandschrank? Nö. Ich kann nix erklicken und stecke gerade fest. Rausgekommen. Guck mal, dort hinten. Ah ja. Das sieht... aus wie ein Schrank. Ah. Gut. Also, hier bin ich mir sicher, genau. So, 90 cm, ungefähr so. Silberner Griff graviert. Ja, doch, da, guck mal, da oben ein goldener Ring. Ja, gut, aber. Ein ist Ring. Ist nicht sowas ein Ring? Ich weiß es nicht. Na gut, aber er ist ja nicht ganz silber. Ja, das aber stimmt. Kann man das als Silber nehmen? Vielleicht ist das hier der gravierte. Aber der ist nicht graviert, guck mal. Der ist komplett rund. Aber unten. Na, probieren wir es einfach mal aus.
auf gleiche Weise graviert. Was für ein gravierender Unterschied. Ja. Das könnte der goldene sein, aber auch der silberne. Silberne. So, schön Gold. Und da stellt sich wieder dieselbe Frage. Gold. Ich würde die Spitze dort nehmen, vielleicht. Na gut, aber das ist nicht dieselbe Art von Gravitation. Gravur. Gravur. Gravitation ist ein wenig anders. Na gut, machen wir doch mal Gold, dann passt das auch. Zurücksetzen. Also war es wohl nicht. Das passt. Das ist auf jeden Fall richtig. Dann war es wohl die silberne Gravur. Versuch mal den Kopf oben auszutauschen, bitte. Gegen den hier. Ja gut, aber ist das Silber? Das ist Silbern. So, das war's. Holmes hätte es nicht besser machen können. Sag ich doch. Was kann ich für Sie tun, werter Kollege? Okay, hier ist der Griff. Ich glaube, ich habe den Griff des gestohlenen Gehstocks gefunden und damit gleich einen neuen Gehstock gebaut. Ja, das ist der Griff. Dennoch können Sie den Gehstock leider nicht mitnehmen, Doktor. Der Polizei würde ich ihn geben, aber nur, wenn offiziell Strafanzeige erstattet wurde. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich Sie davon überzeugen kann, mir den Gehstock dennoch auszuhändigen? Wenn Sie ein Dutzend stabile, verstellbare Ledergurte für Beinprothesen beschaffen können, gehört der Gehstock Ihnen, Doktor. Wie dann? Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Ja, und wir setzen heute mal einen drauf. Sprich, wir machen heute auf jeden Fall Überlänge, ich weiß nicht wie viel, vielleicht mal sogar bis zu 10 Minuten Überlänge. Wir müssen ja gestehen, die eine Folge war ja total im Arsch. Das stimmt. Ich würde auf die Polizeistation gehen, weil dort können wir Strafanzeige erstatten. Wenigstens haben wir etwas die Stadt gesehen. Gibt es Neuigkeiten, Doktor? Ja, nein. Also dann, guten Abend. Was dann? Oh nein, ich ahne schon, wie wir wieder hier herumirren. Das hoffe ich nicht. Oder der Mann im Bordell muss Strafanzeige erstatten. Wie hieß er denn gleich nochmal? Was mit S? Martinez oder so. Nee, Quatsch. Nein, am Anfang mit S, glaube ich. Ich will noch mal schauen, wie er hieß. Er hieß. Sickert, so hieß er, genau. Und hier haben wir den Schnösel. Entspannen Sie sich, mein Freund. Wir sind hier in Whitechapel. Diese Mädchen würden verhungern, wenn wir nicht wären. Ja, und mit dem können wir auch nichts anfangen. Nun, auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Oder bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Hallo. Ja, Dr. Watson? Wo können wir denn Anzeige erstatten? Danke, Herr. Gern geschehen, Schätzchen. Wo zum Teufel können wir Strafanzeige erstatten? Und wo ist die Gute hin? Ach, hier. Ja, Sir? Will denn niemand diesen verdammten Bis zum nächsten haben? Mal, Miss. War mir ein Vergnügen, Sir. Nein, scheint niemand zu wollen. Oder, nein, im Inventar haben wir ja auch nichts. Ja, dazu brauchen wir Beinprothesen. Können wir denn jetzt zurück? Pension? Bordell? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich will aber wieder Sherlock spielen. Na gut. Lucys Wohnung wird uns da nicht sehr viel bringen. Vielleicht hat der Pensionsangestellte irgendwas. Was kann ich für Sie tun, Prothesen Doktor? Nein? Danke, Finley. Immer gerne.
Sir. Oder wir müssen uns nochmal umschauen. Ich würde vielleicht nochmal schauen, von hier vielleicht Anzeige erstatten. Niemand hier. Merkwürdig. Auf einmal ist das offen, aber das ist interessant. Sehr interessant. Ich würde sagen, das sieht aus wie Pferdegeschirr. Macht ganz schön Lärm. Guten Abend, Sir. Verzeihen Sie die Störung. Die Tür war offen. Ich hätte nicht gedacht, dass zu dieser späten Stunde noch jemand arbeitet. Guten Abend, Sir. Ich habe Sie nicht kommen hören. Pferdegeschirr. Was gibt denn es da Interessantes zu sagen? Sagen Sie, bei diesen lauten Dingern handelt es sich um Pferdegeschirr, nicht wahr? Ja, so ist es. Aber ich muss Sie leider bitten, morgen wiederzukommen, Sir. Um diese Zeit ist der Laden normalerweise geschlossen. Hä? Pferdegeschirr. Ach so, was hat das mit Schuster zu tun? Merkwürdiger Schuster. Ich bin nicht wegen meiner Schuhe hier, sondern möchte mit Ihnen über einen Schuster reden. Es könnte sich dabei um einen Ihrer ehemaligen Arbeiter handeln, mit sehr bedenklichen Gewohnheiten. Arbeiten Sie etwa für die Polizei? Tut mir leid, aber ich werde mit Ihnen ausschließlich über Schuhe reden. Finlay lässt grüßen. Ja, genau. Sagen Sie, bei diesen lauten Dingen... Ja, so, aber ich muss... Verklickt. Ich arbeite nicht für die Polizei. Mein Name ist Dr. Watson. Ihr Bekannter, Mr. Finlay, Hausmeister einer Pension, meinte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Ah, dieser Mr. Finlay ist ein tüchtiger Mann. Und wenn er Sie geschickt hat, müssen Sie auch ein redlicher Mensch sein. Also, Doktor, wer ist dieser Schuster mit sehr bedenklichen Gewohnheiten, wie Sie es genannt haben? Peiser. Der Mann, von dem ich spreche, heißt Peiser oder Peiser und soll ein furchterregendes Gesicht haben. Kennen Sie ihn? Ja, John Peiser. Er war eine Zeit lang Schuster, arbeitet aber nicht mehr hier. Ach so, wo ist er denn? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Nein. Und Sie werden ihn auch nicht finden. Warum? Weil er untergetaucht ist, Doktor. Vor einer Woche wurde hier in der Gegend ein schrecklicher Mord verübt. Schon bald hat sich das Gerücht verbreitet, dass er der Täter sein könnte. Man sagt, er hätte in der Vergangenheit mit Frauen zweifelhaften Rufes Ärger gehabt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was gibt es da zur Bucks Road zu sagen? Das war ja der Tatort, dächtig. Isaac, genau wegen des Verbrechens in der Bucks Row bin ich hier. Ich habe die Gewissheit und einen glaubwürdigen Zeugen, der bestätigen kann, dass Peiser unschuldig ist. Zumindest was dieses Verbrechen anbelangt, obwohl er einige Prostituierte überfallen hat. Wenn er sich nicht stellt und gegenüber den Behörden Rechenschaft ablegt, bleibt er der Hauptverdächtige für diesen Mord und muss sich weiterhin verstecken. Darüber hinaus würde er den Verdacht auch auf ihre jüdische Gemeinde lenken, weil sie ihn wohl versteckt. Und während das gesamte Polizeiaufgebot nach ihm fahndet, fehlen die Mittel, um den wahren Täter zu fassen, der noch immer die Straßen unsicher macht. Und, wer weiß das schon, sich auch jederzeit ein Opfer aus ihren Reihen suchen könnte. Wenn das, was Sie sagen, der Wahrheit entspricht, hat Sie der Himmel in unsere Gemeinde geschickt, Doktor. Ich kenne Sergeant Thick, einen aufrichtigen Polizeibeamten aus dieser Gegend. Ich werde Johns Familie raten, dass er zu ihm gehen und seinen Standpunkt erklären soll. Aber gehen Sie bitte auch so bald wie möglich zur Polizei und erzählen Sie ihnen von dem Zeugen, den Sie für glaubwürdig halten. Das werde ich gleich im Anschluss an unser Gespräch tun. Danke. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Okay. Verstellbare Ledergurte. Ließen sich aus Ihren Pferdegeschirren Ledergurte für Beinprothesen machen? Verstellbare Ledergurte? Für einen fähigen Handwerker ist nichts unmöglich, Doktor. Und ich glaube, das kriege ich hin. Kommen Sie in ein paar Tagen wieder, dann sollte ich fertig sein. Betrachten Sie es als Gegenleistung für Ihre Hilfe. Ah, das ist ja praktisch. Ich komme in ein paar Tagen wieder. Wie Sie wünschen, Sir.
Ich bin müde und will nach Hause. Aber ich habe versprochen, so bald wie möglich zur Polizei zu gehen. So, auf zur Polizeistation. Jawohl. Hä? Was willst Nein, du? Ich will nicht aufdringlich erscheinen. Ja gut, mit dem hätte sich Watson bestimmt eh nicht anlegen können. Polizeistation. Machen wir Meldung. In der Zwischenzeit. Einverstanden? Ja. Hey, Doktor, Sie sehen müde aus. Sind Sie die ganze Nacht durch die dunklen Gassen von Whitechapel spaziert? So kann man es auch nennen. Ich habe Informationen über Lederschürze, den Mann, über den wir vorhin gesprochen haben. Wissen Sie, wo er steckt? Nein, aber ich kann ihn bezüglich des Mordes in der Bucks Row entlasten. Eine Person kann bezeugen, dass er unschuldig ist. Oh, Watson, Watson. Erst jetzt, nach vielen Stunden des Herumspazierens, bequemen Sie sich, die wichtige Notiz zu überbringen, auf die Inspektor Eberlein wartet? Aber, nein. Aber was machen Sie denn hier, Holmes? Ich war besorgt, Watson. Und wie es scheint, aus gutem Grund. Kommen Sie, geben Sie diesem Polizeibeamten die Notiz und dann auf nach Hause. Wie Sie wissen, ist meine Anwesenheit hier nicht erwünscht. Und außerdem ist es eiskalt. Ah, Cradle, gerade noch rechtzeitig. Protokollieren Sie die Aussage dieses... Nein, Sie müssen Ihren Feierabend leider verschieben. Ich muss Chandler in der Hanbury Street finden. Er hat wieder zugeschlagen. Wer? Der Mörder. Der Mörder aus der Bucks Row. Hanbury Street. Gehen wir, Watson. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Auf keinen Fall. Hier ist die Hanbury Street. Und was wir hier finden werden, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin.